Einen wunderschönen guten Morgen aus Ungarn. Ich bin bereits auf meinem Ansitz. Es ist noch extrem früh und komplett dunkel. Ich bin gespannt, was heute Morgen hier passiert. Ich melde mich, sobald es heller ist, wieder bei euch. Und ja, auf jeden Fall, weit mal heil und bis gleich. Langsam besser, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt mit der Wärmebildaufnahme. Großes Rudel-Rotwild hinter mir. Ich dachte erst, sie kommen zu mir rüber, aber sie sind jetzt doch auf der anderen Seite den Hang hoch. Schade, das wäre es gewesen, da hätte bestimmt was gepasst. Ich bin jetzt gespannt, ob hier vielleicht trotzdem noch was rauskommt. Ich sitze nämlich hier in so einer langgezogenen Wiese hinter mir. Ein Acker. Schon mal ein richtig großes Rudel Rotwild und ich bin gespannt, ob hier noch was kommt. So wie es aussieht, ist heute Morgen mehr Bewirkung auf der anderen Seite vom Tal, sage ich jetzt mal. Ich habe einen Hirsch gesehen, ganz oben am Kammrücken. Und ja, auf jeden Fall, weiter rechts zieht jetzt noch Kahlwild, weiter links auch. Und ich versuche euch das jetzt nochmal zu zeigen.
einfach nur wunderschön. Auch wenn die Stücke nicht bei mir direkt sind, aber ich kann sie gut sehen und beobachten. Ein großes Ruckelkalbel. Und der Hirsch oben an der Kante. Echt der Wahnsinn. Ich bin echt gespannt, ob vielleicht bei mir auch noch was rauskommt. Aber ja, was ein traumhafter Ansitz schon wieder mal. Nachdem das erste große Rudel Rotwild jetzt im anderen Hang durchgezogen ist, kommt jetzt ein weiteres Rudel raus. Dieses zeige ich euch natürlich auch. Aber ich glaube, es ist wieder nur Kalbwild. Vorher habe ich gesehen, war sogar noch ein Spießer dabei. Es waren auf jeden Fall, ich denke, über 30 Stück. Und jetzt kommt wieder, ich denke, so 10 habe ich gesehen, gerade in der Wärmebildkamera. Aber das Licht wird immer besser. Deshalb kann ich sie euch umso besser zeigen. So, auf meiner Seite ist bislang leider nichts rausgekommen, aber auf der anderen Seite am Hang ist dauerhaft Rotwild im Anblick. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen sitzen bleiben und dann pirsche ich noch so circa 1 Kilometer runter Richtung Jagdhaus wieder. Ich bin nämlich zu Fuß heute Morgen los und es sind noch einige Wiesen und mal schauen, vielleicht steht da noch was. Auf jeden Fall wieder ein herrlicher Ansitz. Und ja, Rotwild bei Tageslicht zu sehen, ist für mich echt was ganz Besonderes, da ich selbst noch nie viel Rotwild gesehen habe und hier die Möglichkeit habe. Wahnsinn. Hier hinten ziehen sie immer hin und her, hin und her. Ich bin einfach mal gespannt, vielleicht tut sich ja doch noch was. Thank you.
Kirsch hier echt an einem traumhaften Morgen. Leider habe ich bislang nichts mehr gesehen. Aber die Kulisse und der Sonnenaufgang entschädigt einfach alles. Bei Bodennebel einfach traumhaft. Einfach nur ein traumhafter Morgen. Die Sonne geht jetzt richtig auf. Es wird wieder bestimmt über 20 Grad warm heute. Ja. Ich bin gespannt, die anderen aus der Gruppe Anblick oder vielleicht sogar Weidmannsheil hatten. Für mich war es wieder ein wunderschöner Morgen mit reichlich Rotwild im Anblick. Auch wenn auch auf weite Distanz, aber das macht nichts. Das Erlebnis war einfach gigantisch. Der letzte Abend neigt sich nun dem Ende. Ich bin hier wieder an einem ähnlichen Sitz, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt. Es war eine traumhafte Jagd hier in Ungarn. Ich konnte meinen ersten Rothirsch schießen. Zwar nur ein Achter, aber für mich ein Traumhirsch. Für das erste, allererste Stück Rotwild in meinem Jägerleben. Einfach nur perfekt. Ich bin sehr dankbar dem lieben Klaus, dann dem lieben Zoli, die das alle überhaupt möglich gemacht haben. Ich habe leider nicht alles können filmen, auch die Erlegung meines Hirsches. Es ist einfach schwierig in der Brunft. Wir haben gesagt, wir kommen die Hirsche. Ja, es ist einfach schwierig. Ich bin alleine mit meinem Pirschführer und der Pirschführer ist mit Ansprechen beschäftigt, ich dann fertig machen und es war einfach nicht zu filmen. Deswegen habe ich euch hier auf die Ansitze mitgenommen, wo ich saß. Und ja, ich hoffe, ihr könnt euch über dieses vielleicht kleine, doch auch schöne Video freuen. Für mich war es einfach traumhaft, hier bei dieser wunderschönen Kulisse zu jagen. Und ich freue mich schon sehr, wenn ich vielleicht irgendwann wieder mal auf eine Hirschpunft gehe und vielleicht dann mit Kameramann oder mal wieder mit Jonas zusammen. Und natürlich möchte ich euch meinen Hirsch und die Geschichte dazu und was danach noch alles passiert ist und die anderen Hirsche der anderen Jäger nicht vorenthalten. Und ich würde sagen, wir blenden euch jetzt einfach ein paar kleine Clips und ein paar schöne Bilder ein. Und wir freuen uns ganz sehr aufs nächste Video. Eure Schwarzwaldhanders, Weidmannsheil und ein ganz kräftiges Weidmannsdank.